Wir haben psychologisch nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Anders als geografisch. Psychologisch können wir uns nur annähern oder vermeiden. Das sind die einzig beiden Richtungen. Und selbstunsichere Menschen leben ihr Leben oft und vor allen Dingen die leisen Selbstunsicheren in der Vermeidung. Das heißt, ihre ganze Motivation richtet sich darauf aus, nicht gekränkt zu werden, nicht abgelehnt zu werden, nicht zu versagen. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin okay. Zu wie viel Prozent kannst du von dir sagen, wenn du mal in dich hineinfühlst jetzt, ich bin okay. Ich genüge. Ich bin vielleicht sogar wertvoll. Das Selbstwertgefühl ist das Epizentrum unserer Psyche. Denn wir sind gar nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut, sondern funktionieren nach sehr einfachen Strukturen. Und das Selbstwertgefühl ist die wichtigste. Denn ob ich denke und fühle, ich bin okay im tiefsten Inneren oder eben auch, ich bin nicht okay, bestimmt unglaublich viel unserer Wahrnehmung, wie wir uns selbst wahrnehmen und auch andere Menschen wahrnehmen. Denn wenn ich mich nicht okay fühle, sind die anderen immer automatisch ein bisschen größer und stärker als ich. Oder das Gegenteil, ich fühle mich überlegen und die anderen werden mir unterlegen. Menschen, die sich okay fühlen, fühlen sich die meiste Zeit mit anderen Menschen auf Augenhöhe. Es sind ja viele Begriffe mit dem Selbstwertgefühl assoziiert. Zu einem die Selbstsicherheit. Selbstsicherheit ist so viel wie soziale Kompetenz, dass man sich sicher bewegt. Das heißt, man kann ein gutes Selbstwertgefühl haben und trotzdem mal unsicher sein. Ich fühle mich in diesem Moment zum Beispiel ein bisschen unsicher. Es sind wahnsinnig viele Leute hier und ich bin hier der einzige Schlumpf auf der Bühne. Und trotzdem, vom Selbstwertgefühl fühle ich mich okay, wenn auch partiell im Moment vielleicht etwas unsicher. Dann haben wir das, Dankeschön. Dann haben wir das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein meint, ich bin meiner selbst bewusst, aber auch im deutschen Sprachgebrauch, ich habe auch ein bisschen gutes Selbstwertgefühl, selbstbewusst im deutschen Sprachgebrauch. Und dann haben wir natürlich die Selbstliebe, das ist ein riesiges Wort, was ich selbst auch gar nicht benutze, mir ist das einfach zu groß. Ich finde, es reicht, wenn man sich okay findet oder wie mein sehr geschätzter Kollege Jens Korsen immer sagt, ich bin dafür, dass es mich gibt. Also, und dann haben wir natürlich Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen meint einfach die Fähigkeiten. Das heißt, ich kann in manchen Bereichen Selbstvertrauen haben, was weiß ich, als Sportlerin, als Kletterer oder so, sag, ja, das kann ich gut, aber trotzdem nicht unbedingt ein gutes Selbstwertgefühl haben. Aber trotzdem sind alle diese Begriffe eben vereint mit dem Selbstwertgefühl. Und das heißt, dieses Selbstwertgefühl ist eben das Epizentrum und viele Menschen haben so das Gefühl, ganz diffus und grundsätzlich tragen sie in sich, dass sie nicht genügen. Und was Menschen eigentlich vom guten Selbstwertgefühl unterscheidet von Menschen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben, sind eigentlich nur drei Dinge. Und zwar sind die Menschen, die ein labiles Selbstwertgefühl haben, sich ihrer Schwächen oder ihrer vermeintlichen Schwächen viel zu bewusst. Das heißt, sie fokussieren auf ihre Schwächen. Das heißt, sie nehmen Schwächen bei sich wahr, die kein anderer bei ihnen selbst wahrnimmt. Sie können ihre Schwächen nicht akzeptieren und sie nehmen ihre Schwächen viel zu wichtig. Das heißt, sie haben so einen Schwächenzoom. Sie gucken nicht auf ihre Stärken, sondern sie gucken immer auf das, was nicht gut läuft. So ist leider auch unser Gehirn organisiert, weil unser Gehirn kümmert sich immer nur um die Baustellen und was gut läuft, wird abgehakt. Kennt jeder von uns. Wenn man ein Problem hat, dann ist man darauf fokussiert und vergisst darüber hinaus alles, was eigentlich auch gut ist.
Und das ist eigentlich der einzige wirkliche Unterschied zwischen Menschen, die selbstsicherer sind oder weniger selbstsicher, dass die Selbstunsicheren sehr stark sich auf ihre Schwächen fokussieren. Wenn ich jetzt aber so schwächenorientiert bin und im tiefsten Inneren meine, dass ich eben nicht genüge, dann habe ich ja kein Interesse daran, dass alle anderen Menschen das auch merken, dass ich eigentlich nicht genüge. Das heißt, ich mache irgendwelche seelischen Veranstaltungen, um dieses niedrige Selbstwertgefühl zu kompensieren. Und da kann man grundsätzlich zwischen zwei Strategien unterscheiden. Die eine Strategie ist, ich versuche alle Erwartungen zu erfüllen, versuche alles richtig zu machen, lieb und artig zu sein, sehr angepasst. Die andere Strategie ist, ich denke, ich scheiß auf euch alle, ich mache sowieso mein eigenes Ding, ist mir doch egal, was ihr von mir denkt. Das heißt, ich überkompensiere in die andere Richtung. Die leisen, selbstunsicheren sind schnell gekränkt und sie haben immer sehr viel Angst, Fehler zu machen. Das heißt, weil sie auch schnell kränkbar sind, haben sie eine unheimliche Angst, Fehler zu machen, damit sich dieses gekränkte Gefühl bloß nicht einstellt. Ja, wir wollen ja letztlich immer auch unangenehme Gefühle vermeiden. Und deswegen strengen die sich sehr an, bloß keine Fehler zu machen, weil sie sich so sehr vor Ablehnung fürchten. Sie machen also ganz viel dafür, um nicht abgelehnt zu werden. Und dabei zweifeln sie natürlich auch an ihren eigenen Rechten. Denn sie wissen auch nie so ganz genau, darf ich das jetzt eigentlich, darf ich das nicht. Also sie wissen auch nicht so genau, wo wittert jetzt eigentlich Ablehnung. Ne? Was sind eigentlich meine Bereiche? Was ist jetzt okay, was ist nicht mehr okay? Und dadurch entsteht so eine wahnsinnige Verunsicherung, weil sie nicht so einen richtig festen Boden unter den Füßen verspüren, was ihnen eigentlich zusteht und was ihnen nicht zusteht. Und dadurch geraten sie natürlich auch mal schnell in den passiven Widerstand. Denn wenn ich immer in der Defensive bin und versuche, alles richtig zu machen, es möglichst allem recht zu machen, heißt das ja nicht, dass ich nicht doch noch eigene Bedürfnisse habe. Weil ich die aber nicht gut vertreten kann, weil ich ja Angst habe, anzuecken und auf Ablehnung zu stoßen, gehe ich durch die Hintertür. Passiver Widerstand bedeutet, ich lasse den anderen auflaufen, ich ziehe mich einfach mal lautlos aus dem Kontakt zurück, ich mache Versprechen, die ich nicht einhalte oder so langsam umsetze, dass es den anderen schier in den Wahnsinn treibt. Das heißt, ich trödel, komme zu spät, vergesse Dinge, das sind alles so Formen des passiven Widerstandes. Das heißt, ich sage nicht laut Nein, sondern ich sage Ja. Und schlängel mich dann da irgendwie durch und gehe in den passiven Widerstand. Das heißt, insgesamt treten sie sehr leise auf und versuchen immer, ihr Leben in der Defensive zu vollziehen. Das heißt, ihr Lebensvollzug, ihr Daseinsvollzug ist eigentlich auf Vermeidung aufgebaut. Wir haben psychologisch nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Anders als geografisch. Psychologisch können wir uns nur annähern oder vermeiden. Das sind die einzig beiden Richtungen. Und selbstunsichere Menschen leben ihr Leben oft und vor allen Dingen die leisen Selbstunsicheren in der Vermeidung. Das heißt, ihre ganze Motivation richtet sich darauf aus, nicht gekränkt zu werden, nicht abgelehnt zu werden, nicht zu versagen. Das heißt, auch in Beziehungsangelegenheiten kann es eben passieren, dass sie, anstatt zu sagen, hey, das ist mein Traumpartner, jetzt versuche ich mal, wie ich den angel, lieber sagen, nee, der ist sowieso nichts für mich, weil sie Angst haben, falls sie sich annähern und falls sie versuchen, den zu erobern, dass sie sowieso auf Ablehnung stoßen. Das heißt, ganz viel ihres Tuns ist darauf ausgerichtet, nicht gekränkt zu werden, nicht abgelehnt zu werden. Ja, nun ist es ja aber so, dass, wenn man nie das Visier hochklappt und sagt, wer man ist und was man möchte und so harmoniesüchtig ist, dass man dann eigentlich nicht weiß, woran man mit diesen Menschen ist. Ja, das ist der große Nachteil. Und manchmal nehmen sie ihren ganzen Mut zusammen und sagen, piep, piep. Und wenn dann die Welt nicht sofort den Atem innehält und sagt, oh, hast du gehört, sie hat Piep gesagt. Ja, ich habe auch, ja, sie hat Piep gesagt. Natürlich, mein Schatz, machen wir alles, wie du willst. Also wenn es dann nicht sofort funktioniert,
dann ziehen sie sich halt leicht beleidigt wieder zurück. Und wenn das mehrmals passiert, kann es eben leider auch passieren, dass sie sich innerlich aus der Beziehung zurückziehen, erkalten und irgendwann die Beziehung auch beenden. Wenn man Glück hat, erfährt man noch die Gründe, häufig leider aber eben auch nicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Lauten, die ihr Selbstwertgefühl mit genau der anderen Strategie kompensieren. Die haben meistens unbewusst schon früh als Kinder beschlossen, pass mal auf, ich erfülle hier gar keine Erwartungen mehr, ich mache lieber mein eigenes Ding. Das sind eigentlich die Typen, wenn man will, dass sie die Vase rechts stellen, sag, Schatz, kannst du mal bitte die Vase links hinstellen. Weil die müssen immer erst hören, was man von ihnen will, damit sie wissen, was sie nicht tun werden. Ich merke schon, einige Männer fühlen sich hier ertappt. Es sind tatsächlich auch mehr Männer, die diese Strategie wählen und mehr Frauen, die die angepasste Strategie wählen. Und die eher laut ihr Selbstwertgefühl verteidigen, die weisen halt auch anderen schnell die Schuld zu. Das heißt, die Leisen, die sehen ja immer bei sich selbst die Schuld. Oh je, was habe ich wieder falsch gemacht? Sie gehen wahnsinnig schnell in die Verteidigung, was auch das Gespräch manchmal sehr ungemütlich mit ihnen macht. Fragt man eine Kollegin, sag mal, hast du schon die E-Mail weitergeleitet? Du siehst doch, dass ich einen Arbeiter trinke. Oder Schatz, wollen wir heute wandern gehen? Sag mal, willst du mich umbringen? Also, die gehen auch immer so schnell in die Gegenposition und auch immer ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also, die gehen unheimlich schnell in Widerstand und es ist manchmal schwer, mit denen ein Ja hinzukriegen, so einen gemeinsamen Kompromiss oder eine Einigkeit. Und sie gehen auch schnell in den Angriff. Deswegen benenne ich die auch oft die Zicken. Und ich nehme mir heraus, das Wort Zicke eben nicht nur für Frauen zu gebrauchen, sondern auch für Männer, weil es gibt auch ausgesprochen männliche Zicken, ja? Die dann zuschnappen. Das sind dann diese Typen, wenn du die höflich anlächelst, was kriegst du so blöd? Na? So. Und sie beharren sehr auf ihren eigenen Rechten. Also die gucken wirklich mit Millimetermaß, rechnen auf, kämpfen, also dass ihnen bloß keiner die Butter vom Brot nimmt, bloß keiner die Butter vom Brot nimmt. Na, das haben sie in ihrer Kindheit erlebt, da waren sie oft in einer unterlegenen Position. Die haben sich so eine Allergie zugezogen, die wollen nie wieder so ohnmächtig sein und so gezwungen sein, sich anzupassen, dass sie sich geschworen haben, ich sehe zu, dass ich mein eigenes Ding mache und der Rest ist mir egal. Das heißt, die gehen eher mit starken Ellenbogen durchs Leben und deswegen merkt man auch nicht immer so unbedingt, dass sie unsicher sind. Das heißt, insgesamt sind die eher lauter, als notwendig wäre. Die Frage ist ja jetzt, woher kommt das alles mit dem Selbstwertgefühl? Und da sind natürlich verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Wichtig sind die Gene. Wir kommen mit unterschiedlichen Genen auf die Welt. Es gibt Kinder, die von Natur aus per Gen sensibler, dünnhäutiger sind, harmoniebedürftiger. Es gibt Kinder, die per se einfach robuster sind und dickfälliger, die einfach mehr abkönnen. Das heißt, die Gene bestimmen mit über unser Selbstwertgefühl. Natürlich auch die Kultur, in der wir aufwachsen. Es gibt ja zum Beispiel Kulturen, wo Frauen per se weniger wert sind. Also auch das kulturelle Umfeld spielt eine Rolle. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Rolle der Eltern. Das heißt, was haben unsere Eltern uns mitgegeben? Um das zu verstehen, muss man verstehen, dass wir mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Das ist nur so zu 25% ausgebildet oder 28%. Und der ganze Rest, der verknüpft sich noch. Und wenn es dann den Eltern einigermaßen gelingt, also Eltern müssen nicht perfekt sein, aber einigermaßen gelingt, die Bedürfnisse ihres Kindes nach Bindung, also Liebe, Zuwendung, versorgt werden, Geborgenheit zu vermitteln, also diese Bedürfnisse zu erfüllen, aber auch die Bedürfnisse des Kindes nach Selbstständigkeit und Autonomie. Das heißt, das Kind darf auch mal einen eigenen Willen haben. Das darf mal auch sagen, was es will. Es wird auch gefördert in seiner Selbstständigkeit. Also wenn es den Eltern einigermaßen gelingt, diese Bedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen, dann hat das einen wahnsinnig guten Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Und vor allem, wenn die Kinder in den ersten 2 Jahren sehr viel Liebe und Zuwendung erfahren, da ist die Bindung noch wichtiger als die Autonomie, dann entwickelt sich ja auch dieses sogenannte Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen ist ein ganz tiefes Gefühl von, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert und da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann.
Und dieses Urvertrauen kann einen eben durch das ganze Leben tragen. Das heißt, wir lernen unser Selbstwertgefühl im Spiegel unserer Eltern. Die Eltern spiegeln uns, was wir wert sind. Und dadurch formatieren sich dann im Laufe unseres Heranwachsens auch Glaubenssätze. Weil ich bin okay, ist ja zum Beispiel ein tief eingebrannter Glaubenssatz. Das heißt, wenn die Eltern uns spiegeln, wir haben dich lieb und wir freuen uns, dass es dich gibt und wir unterstützen dich auch und du darfst auch mal einen eigenen Willen haben, dann fühlt das Kind in seinem ganzen kleinen Körper, ich bin okay, ich darf ich sein und mega entscheidend, Beziehungen sind etwas, was ich mitgestalten kann. Beziehung ist nicht etwas, was ich irgendwie komplett in der Anpassungsstarre über mich ergehen lassen muss, sondern ich kann Beziehungen mitgestalten. Das heißt, ich darf auch eine eigene Meinung haben, ich darf meine Bedürfnisse äußern, ich darf mich auch mal durchsetzen, ich kann eine Beziehung mitgestalten. Und das ist wirklich der Nährboden, um später auch gute Beziehungen führen zu können. Während Selbstunsichere, die haben diese Botschaft nicht so mitbekommen, Selbstunsichere, und deswegen bleiben sie entweder in der kindlichen Überanpassung verhaftet, das heißt, sie versuchen wie bei den Eltern alle Erwartungen zu erfüllen, oder sie sagen, nie wieder, ich mache jetzt stur mein eigenes Ding und gehen eher in die laute, offensive Strategie. Und diese ganzen Prägungen, die wir erfahren eben durch unsere Eltern, durch andere Erlebnisse, andere Bezugspersonen, was sich so tief in unser Gehirn einprägt, weil sich das alles so verknüpft, das nennen wir in der Psychologie das innere Kind. Das innere Kind ist einfach eine Metapher für die frühen Kindheitserfahrungen, die wie eine Brille unsere Wirklichkeit bestimmen. Das heißt, diese ganzen Prägungen bestimmen unsere Sicht auf die Wirklichkeit. Und das ist das ganz Entscheidende, weil wir sehen ja nicht die Wirklichkeit. Wir wissen überhaupt nicht, was da draußen vorgeht. Wir haben unsere Prägung und danach nehmen wir wahr. Und wenn meine Wahrnehmung ist, ich bin unterlegen, dann werde ich ganz, ganz oft da draußen in der Welt Beweise dafür finden, dass ich tatsächlich unterlegen bin. Da gibt es auch ganz viele Studien dazu, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Es gibt viele Studien, die sagen, dass Menschen mit einem schlechten Selbstwertgefühl sich das immer wieder bestätigen und Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl im Grunde auch. Das heißt, das, woran wir glauben an uns, das finden wir auch in der Welt da draußen vor. Deswegen ist das so wichtig, mal einen Abstand zu sich einzunehmen und zu gucken, woran glaube ich eigentlich. So, nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Und eine Möglichkeit ist natürlich, sich seiner Stärken einfach bewusster zu werden, nicht mehr in diesen Schwächenzoom zu gehen, sondern mal auf Weitwinkel zu schalten und zu sagen, was mache ich eigentlich gut, was kann ich gut? Und das wollen wir jetzt mal direkt ausprobieren. Das heißt, ihr wendet euch jetzt mal eurem Nachbarn zu und beantwortet die folgenden Fragen. Erstens, und spürt mal in euch, damit ihr mal so ein Feeling auch bekommt, wenn ihr es nicht sowieso habt, wie man so auf Stärkensuche geht. Erstens, eine Sache, die ich gut kann. Also zum Beispiel, ich kann gut Klavier spielen oder ich bin ein guter Vater. Also irgendwas, ich kann gut. Dann eine positive Eigenschaft. Was weiß ich, ich bin mutig oder ich bin intelligent oder ich bin attraktiv. Das kostet natürlich viel Mut, das zu sagen. Und dann noch eine Stärke. Also, Punkt, Punkt, Punkt. Also meine Stärke ist, was weiß ich, obwohl ich Angst habe, immer wieder auf große Bühnen zu gehen oder was auch immer. Also mal eine Stärke. So, dafür habt ihr jetzt, ich muss auf die Uhr gucken, eine Minute Zeit, zwei Minuten. Hey, ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Hat dir dieses Video gefallen, dann lass doch gerne ein Like hier. Du möchtest nie ein Video verpassen, dann abonniere unseren Kanal. Und wenn du einmal live mit dabei sein möchtest bei einem solchen Event, findest du hier alle Infos. Wir sehen uns. Okay, ihr könnt euch noch bei der Afterparty auch noch mal weiter unterhalten. Und für euch auch noch mal nachspüren,
wie das so ist, so ungeniert einfach mal von seinen Stärken zu reden und was man kann und wie sich das so anfühlt. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man auch bewusst da immer wieder hinguckt. Was kann ich? Also auf Weitwinkel stellen. Ne? Was ist gut an mir? Und nicht immer sich so reinbeamt in die vermeintlichen Schwächen und in Schwächen, die man vielleicht auch nur selber bei sich erkennt und kein anderer wahrnehmen kann oder die für andere Leute gar nicht so wichtig sind. Blöde ist, wenn man sich halt so unsicher fühlt, man ist sehr viel mit sich selber beschäftigt. Also man nennt das in der Psychologie Automonitoring. Man guckt immer auf sich selber und wie sehe ich aus, wie wirke ich, was denken die anderen über mich, habe ich mich wieder daneben benommen, habe ich was Doofes gesagt. Also man ist wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigt und durch dieses Automonitoring nimmt man sich automatisch viel zu wichtig. Ist doch klar, man ist dann der Mittelpunkt der Welt. Und dadurch nimmt man seine Schwächen auch viel zu wichtig, weil das interessiert die anderen Menschen gar nicht. Die sind nämlich mit ihren eigenen Schwächen beschäftigt. Und deswegen ist es ein ganz heilsames Mittel, anstatt sich immer nur mit sich selber zu beschäftigen, bewusst einen Kameraschwenk vorzunehmen und sich für die Welt da draußen zu interessieren, für sein Gegenüber zu interessieren, wirklich zuzuhören, anstatt sich zu überlegen, wie die eigene Performance ist. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Einfach Kameraschwenk, ich interessiere mich für dich und denke jetzt nicht so viel darüber nach, wie ich wirke. Ja? Hilft auch auf der Bühne. Nicht, ich denke jetzt so viel darüber nach, wie ich wirke, sondern Kameraschwenk, ich will euch jetzt was erzählen. Das ist immer hilfreich, also sich mehr auf das Gegenüber zu konzentrieren. Dankeschön. Und dann überlebt man auch so einen Vortrag. So. Und eine ganz tolle Methode ist natürlich auch, sein inneres Kind an die Hand zu nehmen, mal in die Beobachterposition zu gehen und von außen drauf zu gucken. Denn wenn man das mal ganz nüchtern sieht, so ganz von außen, man hat da so ein paar blöde innere Überzeugungen aufgeschnappt. Und die Eltern meinen das normalerweise auch gar nicht böse oder so, aber es passiert halt so. Weil ein kleines Kind denkt niemals, Mama und Papa brauchen eine Erziehungsberatung. Sondern ein kleines Kind denkt immer, ich bin nicht okay. Und so kommen ja diese Glaubenssätze zustande. Das ist ja von den Eltern normalerweise auch nicht beabsichtigt. Aber so kommt das ja zustande. Das ist also komplett willkürlich. Und wenn ihr euch vorstellt, eure Eltern wären ein bisschen anders drauf gewesen, dann hättet ihr auch andere Glaubenssätze. So einfach ist es. Das ist die reinste Willkür. Das heißt, diese inneren Glaubenssätze, an die man so lange glaubt, weil sie schon immer da waren, gefühlt wie die eigene Nase, sind reinste Willkür und sagen nichts, aber 0, nichts über deinen Wert aus, sondern einzig und allein etwas darüber, was vielleicht zwischen dir und deinen Eltern oder dir und anderen Bezugspersonen ein bisschen schwierig gelaufen ist. Ein bisschen schwierig gelaufen ist. Sonst sagen die gar nichts aus. Das heißt, die gehören eigentlich nicht zu dir. Wir Psychologen nennen das eine Introjektion. Das heißt, man hat etwas verinnerlicht, was eigentlich nicht zu einem gehört. Und eine ganz heilsame Methode ist, dass man sich darüber bewusst wird. Viele sagen, ja, ich fühle das aber nicht so. Im Gedanken ist mir jetzt alles klar. Ich sage aber, der Verstand muss vorausgehen. Wenn es der Verstand noch nicht mal klar hat, dann wird es das Gefühl nie klar haben. Und wenn ihr oder du, je nachdem, denkst, ich halte daran so fest, dann hat es oft was mit einer starken Loyalität zu den eigenen Eltern zu tun. Das heißt, im Zweifelsfall denkt man lieber, ich bin nicht okay, als zu sagen, hey, da war wirklich was schwierig. Das gilt auch oft für erwachsene Beziehung. Man denkt, ich muss mich verbessern, dann wird mein Partner mich mehr lieben. Das heißt, man nimmt es zu sich, gibt einem auch immer ein Stück Kontrolle. Also an negativen Glaubenssätzen festzuhalten, stärkt die eigene Kontrollüberzeugung nach dem Motto, dann liegt es ja auch in meiner Hand, die Beziehung zu verbessern. Ja, also überlegt mal, welcher versteckte positiver Nutzen vorhanden sein könnte, wenn ihr zu denen gehört, die sagen, es fällt mir so schwer, das loszulassen, weil die Psyche macht nichts ohne Grund. Und wenn man, obwohl man es vom Kopf her weiß, trotzdem dran festhält, dann gibt es eine positive Absicht. Fragt euch nach der positiven Absicht und dann nehmt dieses innere Kind an die Hand und erklärt ihm die Welt. Zu sagen, pass mal auf, mit Mama und Papa, manche Sachen waren nicht immer so einfach, auch wenn die es gut gemeint haben. Und
du bist ganz okay, mein Schätzchen. Und ich habe dich lieb, also ich, die innere Erwachsene oder was auch immer. Jetzt schalten die Männer natürlich wieder ab. Ich bin auch gleich fertig mit dem Teil. Also man kann es auch männlich ausdrücken, also einfach eine gewisse Distanz schafft. Ne? So ganz funktional, so mit dem Werkzeugkasten ein bisschen Distanz dahin legt und sich dadurch nicht mehr so tief innerlich identifiziert mit den alten Botschaften. So, jetzt komme ich zum Abschluss. Ja, ich bin gut organisiert und die gut organisierten sind eher immer 5 Minuten zu früh als 5 Minuten zu spät. Gehört zu meinen Stärken sozusagen. Das heißt, wenn du magst, kannst du dir jetzt mal innerlich denken und fühlen, auch versuchen, das wirklich mal zu fühlen. Wenn du magst, kannst du dir auch die Hand auf die Schulter legen oder auch nicht. Also ich bin ja immer so unesoterisch, wisst ihr, mir ist das, also ich bin ja nicht so der Chief, wir haben uns alle lieb oder so, aber deswegen, aber es hilft halt. Ne? Kannst du einfach mal sagen, ich bin okay. Dankeschön. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war eine Inspiration für dich. Hast du dir schon häufig gedacht, Mensch, bei so einem Event von Greater wäre ich gerne einmal live mit dabei? Wir veranstalten regelmäßig Events mit über 10.000 Gleichgesinnten. Wir haben dort internationale Persönlichkeiten wie Barack Obama, Byron Katie, Tony Robbins, aber auch nationale Redner wie Tobias Beck, Laura Seiler, Stefanie Stahl, Stefan Friedrich und so weiter, um nur ein paar zu nennen. Unsere Events beinhalten nicht nur Speeches, sondern wir feiern auch. Wir haben inspirierende Musiker, Künstler auf unseren Events. Wir veranstalten auch Seminare und Workshops. Du hast wirklich mehrere Stunden pure Inspiration. Möchtest du einmal live von hautnah mit dabei sein, dann findest du hier alle Infos, um einmal live in Köln mit dabei zu sein.